Vom 24. März bis zum 8. April 2018 wurden auf der Bonner Straßenbahnlinie 66 nach Siegburg die alten Holzschwellen durch moderne Betonschwellen ersetzt. Wir betrachten die Arbeiten auf dem rund 500 Meter langen Teilstück zwischen den Bahnübergängen Südstraße und am Lindenhof. Am Morgen des 24.03. hatten zwei Liebherr-Zwei-Wege-Bagger mit dem Schwellenwechsel auf dem Bonner Gleis begonnen. Zuerst stößt der Bagger mit dem Schotterbesen die bereits losgeschraubte Schwelle unter dem Gleis hervor und hebt diese mit seinem Greifer aus dem Gleisbett. Nun wird mit dem Schotterbesen der unter dem Gleis liegende Schotter glattgezogen und der überflüssige Schotter in die sogenannte LMSRA, eine leichte mobile Schotterreinigungsanlage, gefüllt, welche kleine Steine und Dreck aus dem Schotter aussieht. Anschließend nimmt der Bagger mit Hilfe des Greifers eine bereitgelegte Betonschwelle und hebt diese unter das Gleis, wo diese erst händisch und anschließend maschinell von zwei Arbeitern mit dem Gleis verschraubt wird. Noch während dem Verschrauben der neuen Schwelle widmet sich der Bagger der nächsten Altschwelle. Für das Wechseln einer Schwelle benötigt das vierköpfige Team ca. eine Minute. Der zweite Bagger sorgt währenddessen für den Abtransport der alten Holzschwellen und das Bereitlegen der neuen Betonschwellen. Am 29.03. waren alle Schwellen der beiden Gleise getauscht, sodass nun mit dem Stopfen des Schotters begonnen werden konnte. Dafür rückte schweres Gerät in Form eines Plaza und teurer Stopfexpresses an. Dieses arbeitet zyklisch. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, wird das Gleis mit Hilfe zweier Rollen hydraulisch angehoben. Nun beginnen die hydraulischen Stopfdickel mit dem Verdichten des Schotters. Dafür werden diese mehrfach in den Schotter abgesenkt und langsam herausgezogen. Durch das Vibrieren der 8 Stopfdickel wird der Schotter unter den Schwellen verdichtet und somit ergibt sich ein tragfähiges und absolut ebenes Schotterbett. Nach dem Stopfen und Säubern ist das Streckenstück nun für die nächsten Jahrzehnte gerüstet.